Es ist einfach eine Schanze. Der Schanzenrekord liegt ja von Okabe gesprungen bei 194 Meter. Und wir hoffen doch, dass die besten Springer wenigstens noch in Nähe des Schanzenrekordes springen können. Er muss eigentlich noch was gut machen. Adam Malisch war total unzufrieden nach dem ersten Springen, 48. Da gab es ja nur einen Durchgang, da gab es also nichts, was man hätte wettmachen können. Jetzt hat er noch eine zweite Chance und die wird er nutzen müssen, soweit er es schafft, unter die ersten 30 zu kommen. Denn das waren nicht mehr als 115 Meter, knapp drunter. Also dies müsste meiner Ansicht nach auch sehr schwierig werden. Oder man sieht es im Moment, Rang 23. Das dürfte eigentlich nicht reichen für den zweiten Durchgang. Er ist sicherlich auch ziemlich enttäuscht.